Herzlich willkommen zu diesem Video für das Seminar Reading Machines – Einführung in die Korpuslinguistik. Heute soll es gehen um Möglichkeiten, Social Media Corpora zu erstellen. Ich hatte in einem früheren Video schon gezeigt, wie wir Daten aus dem Web beziehen können mit dem Tool Trafilatura, was sich vor allem für Blogs und andere Internetseiten arbeitet. Bei Social Media Corpora stellen sich ein paar zusätzliche Probleme, die andere Tools erforderlich machen. Wenn ich Social Media Daten beziehen möchte, kann ich nicht mit Trafilatura arbeiten, was ja, wie ich gezeigt habe, den HTML-Code der Seiten ausliest, weil die Inhalte von Social Media Plattformen über JavaScript angeboten werden und Trafilatura findet da einfach nichts. Deswegen müssen wir einen anderen Weg gehen. Wir gehen den Weg über die offiziellen APIs, also die Schnittstellen, über die Social Media Plattformen ihre Daten anbieten. Wir könnten das machen, indem wir passgenau was programmieren, was diese Daten dann abgreift und in unsere Form bringt, die wir sie benötigen. Dazu braucht man aber eben Programmierkenntnisse, um diese JSON-Strings oder Ähnliches auslesen zu können. Und deswegen gibt es natürlich vorgefertigte Tools, die uns genau das abnehmen, die es uns ermöglichen, auch ohne Programmierkenntnisse diese APIs zu nutzen. Damit sind dann Probleme verbunden, weil vor allem bei Twitter sich das Problem stellt, dass über die APIs nur ein Bruchteil der Daten zur Verfügung gestellt wird. Es gibt diese 7-Tages-Beschränkung, also bei Hashtags zum Beispiel nur Tweets der letzten 7 Tage. Wir können bei Timelines, die wir auslesen, nur maximal 3000 Tweets erheben. Das sind die Beschränkungen von Twitter. Wir könnten natürlich Twitter bezahlen und Daten kaufen. Das finde ich aber im Bereich der Wissenschaft, die ja Steuergeld finanziert ist, moralisch fragwürdig. Und es ist eben einfach so, wir alle haben diese Beschränkungen auf gleiche Art und Weise und damit können wir eben trotzdem im dadurch abgesteckten Rahmen sehr wohl arbeiten. Ich möchte in diesem Video 3 Social Media Plattformen in den Blick nehmen und Tools vorstellen, mit denen wir arbeiten können. Einmal für YouTube-Kommentare die YouTube Data Tools der Amsterdamer Digital Methods Initiative. Von Twitter kann ich 2 Tools empfehlen, R-Tweet und Tags. R-Tweet werde ich vorführen, Tags werde ich nur kurz zeigen, dass es es gibt. Und dann möchte ich noch kurz den Insta-Loader vorstellen für Instagram-Daten, Bilder genauso wie auch Kommentare. Und ich beginne also mit den YouTube Data Tools. Es gibt die Amsterdamer Digital Methods Initiative, die ganz viele Tools, tolle Tools anbieten für alles Mögliche, vor allem für sozialwissenschaftliche Zwecke interessant, aber eben auch für linguistische Zwecke kann man es verwenden. Unter dieser URL kann man das aufrufen und man kann hier verschiedene Module aufrufen. Man kann ein Channel Network zum Beispiel erstellen, also welche Channels haben welche anderen Channels abonniert oder ähnliches. Man kann dann so Netzwerke erstellen. Was uns besonders interessiert, sind die YouTube-Kommentare, die wir jetzt auslesen wollen. Dazu gibt es hier unten dieses Modul Video Info and Comments. Und alles, was wir machen müssen, ist hier die Video-ID eingeben. Was ist die Video-ID? Wir machen uns mal ein Beispiel dieses YouTube-Videos aus meinem eigenen Kanal, das erfolgreichste, was ich jemals hochgeladen habe, mit insgesamt 47 Kommentaren und wir sehen auch, dass die ja verschachtelt sind. Es gibt auf einzelne Kommentare nochmal Antworten und so weiter. Und diese Daten wollen wir jetzt auslesen, idealerweise auch mit Metadaten, also wie viele Likes, welches Datum, welcher Username und so weiter. Und dazu können wir eben dieses Tool nutzen. Wir müssen nur hier die Video-ID rauskopieren und einfügen. Ich bin kein Roboter und wir senden. Das geht jetzt relativ schnell, weil es wenige Kommentare sind. Wenn das sehr viel kommentierte Videos sind, dann kann das mal ein paar Minuten dauern. Aber jetzt haben wir hier schon die einzelnen Files und uns interessiert diese File hier, comments.tab. Ich lade das runter. Wenn wir das jetzt versuchen zu öffnen, wird er kein Programm finden, weil tab eine unbekannte Dateiendung ist, aber wir können es einfach mal in x-beliebigen Texteditor reinladen. So sieht es aus, ein bisschen unübersichtlich, aber es ist eine tab-separated File.
also die einzelnen Spalten durch Tab-Stops miteinander getrennt. So, wie kommen wir jetzt hier an den Text? Es gibt verschiedene Möglichkeiten über die Command Line, aber ich mache mal eine ganz einfache Möglichkeit, dass wir das Ganze kopieren. Steuerung C, wir rufen mal Excel auf und fügen das hier in Excel wieder ein, und jetzt hat er das schon erkannt. So, jetzt kann man sich das so abspeichern und kann sich hierin orientieren. Man sieht hier also die Daten. Man kann hier sehen, ob das ein Reply ist oder ein initialer Kommentar, worauf jeweils geantwortet wird, und kann sich also hier diese Reply-Strukturen erschließen. Und wir sehen auch hier die Likes, also was sind besonders gelikte Kommentare hier. Das hier super Video, vor allem einfach grundlegend gut gemacht. Vielen Dank für das Lob. An den Text können wir jetzt einfach so rangehen, dass wir diese Spalte hier rauskopieren und wieder in so einem Texteditor eine neue Datei aufmachen. Und jetzt haben wir die Kommentare einfach als TXT. Ich möchte noch auf einen Fallstrick hinweisen, dass nämlich YouTube die Daten in einem HTML-Format zur Verfügung stellt. Zum Beispiel Line Breaks sind hier gekennzeichnet als HTML-Tags. Das können Sie hier sehen. Und das wird klar, wenn ich mal hier auf HTML gehe. Dann sehen wir zum Beispiel hier das hier, und das können wir einfach mal rauslöschen. Oder wir ersetzen das durch ein Leerzeichen, replace all. Wir sehen auch hier, dass im HTML-Text werden bestimmte Arten von Anführungszeichen maskiert. Auch das hier können wir dann umändern. So, und es gibt noch eine Reihe von anderen Sachen hier. Das hier zum Beispiel. Das ändern wir mal so. So, und jetzt haben wir aber schon ein kleines Mini-Korpus, und wir könnten jetzt eben das für eine ganze Reihe von Videos machen und können uns so relativ schnell Corpora anlegen mit YouTube-Kommentaren. Hier sind jetzt alle Metadaten verloren gegangen. Wenn man Regular Expressions beherrscht, kann man natürlich jetzt hier zu jedem einzelnen Kommentar zum Beispiel Attribute anlegen, XML-Attribute mit der Anzahl der Comments und angeben, ob es ein Reply ist oder nicht. Aber das kann ich jetzt hier nicht zeigen. Ich wollte es nur erwähnen, dass es relativ einfach möglich ist. Tolles Tool und maximal einfach zu bedienen, ohne jegliche Anmeldung übrigens. Gut, dann komme ich zum nächsten Tool, nämlich Twitter. Wir wollen jetzt Twitter-Daten auslesen. Das ist jetzt schon ein bisschen aufwendiger. Und zwar muss man hier sich in R einarbeiten. R ist eine statistische Analyse-Software und zugleich eine Programmiersprache. Und über das Programm RStudio, was ich hier mal aufrufe, können wir R-Skripte schreiben, Daten beziehen. Es dauert immer ein bisschen, bis es gelauncht ist. Genau. Und hier können wir jetzt eine Bibliothek ansteuern, die sich RTweet nennt. Ich habe es verlinkt. Ich rufe es auch hier nochmal auf. RTweet. Na. Hier ist diese GitHub-Seite. Hier finden Sie alle Infos und wie man es bedient, wie man es installiert. Und man muss eben sich ein bisschen in R einarbeiten, aber dann ist es eigentlich einfach. Wir müssen zunächst mal hier überhaupt diese Bibliothek laden, Library RTweet. Und jetzt können wir Tweets suchen. Dazu gibt es jetzt den Befehl, oder wir müssen hier ein Objekt anlegen, Tweets. Ich werde das Skript nachher auch ins Padlet stellen, dass Sie das für sich übernehmen können. Search Tweets. Und jetzt muss man hier die Suchanfrage in Anführungszeichen
Und jetzt nehmen wir mal den Hashtag Twitter Campus. Und wir suchen mal 100 Tweets. Hier sehen wir die Optionen, also die jüngst zurückliegenden, das ist okay. Und wir wollen die Retweets ausschließen, weil wir nur die originalen Tweets haben wollen. Also include Retweets können wir F für false setzen. Das reicht schon. Wenn Sie das zum ersten Mal aufrufen, öffnet sich dann ein Fenster, in dem Sie sich authentifizieren müssen. Sie brauchen einen Twitter-Account, um das nutzen zu können. Melden Sie sich einmal an und geben R-Tweet die Erlaubnis, Timelines auszulesen, müssen Ihr Passwort eingeben und so weiter. Aber das kann sich das dann auch merken, beziehungsweise finden Sie auf dieser Internetseite auch Angaben, wie Sie das in R dauerhaft hinterlegen können, dass Sie es nicht immer wieder neu eingeben müssen. Jetzt haben wir hier die Tweets. So sieht jetzt das aus. Wir sehen hier Status-ID, wann wurde der Tweet abgesetzt, Screen Name, der eigentliche Text, auch interessant von welchem Device. Also man konnte bei Trump immer schön sehen, zu welchen Tageszeiten er vom iPhone twittert und zu welchen Tageszeiten vom Computer. Worauf ist es ein Reply? Wie viele Retweets, wie viele Likes, welche Hashtags, ist hier alles hinterlegt? Und wir wollen jetzt aber nur den Text. Jetzt haben wir verschiedene Möglichkeiten. Es gibt hier implementiert ein Befehl, der write-as-csv heißt. Und wir nehmen jetzt einfach Tweets und speichern es unter, ich mache es mal hier, dass es auch wirklich sichtbar ist. Users Simon Downloads Tweets.csv. Ich mache das mal, das geht jetzt recht schnell und rufe meinen Downloads-Ordner auf. Und hier ist jetzt dieses Dokument. Am Mac können Sie einfach Doppelklick und dann öffnet sich das hier in Pages heißt oder nee, Numbers heißt dieses Programm. Und jetzt können Sie hier, wie wir es eben auch schon gemacht haben, einfach die ganze, das alles auslesen. Steuerung C. So, hier sind jetzt die Twitter-Texte, ja, die einzelnen ganzen Tweet-Texte. So ist es relativ einfach möglich. Ob das bei Windows geht, kann ich Ihnen nicht sagen. Wenn Sie das Ganze versuchen mit Excel zu öffnen, gibt es ganz häufig Probleme wegen der Line Breaks. Ich habe da noch keinen Weg gefunden, wie das funktioniert. Drum möchte ich noch eine andere Möglichkeit zeigen, wie wir das auch machen können. Write CSV und dann Tweets. Und jetzt nehmen wir aber nur mit Dollar können wir auf eine bestimmte Spalte zugreifen. Wir nehmen nur den Text. Ups, Tweets Text. Jetzt muss ich vergesse das immer, wie das geht. Wie das write.csv können wir hier in die. Genau, dann File ist gleich. Wir machen das wieder so. Users. Simon Downloads, ich nenne es jetzt mal Tweets 2.csv. Jetzt haben wir verschiedene Möglichkeiten. Ich möchte nicht, dass die Tweets als solche in Anführungszeichen stehen, sondern einfach nur der reine Text. Also nehme ich Quote ist false und auch Row Names ist auch false, weil ich nicht möchte, dass die Reihennummern durch nummeriert werden. Das müsste jetzt, soweit ich weiß, schon ausreichen. Wir schauen mal nach. Und wir öffnen das jetzt hier in einem Texteditor. Genau, das gleiche Ergebnis. Hier haben wir jetzt die Tweet-Texte. Ja, und so ist es auch hier mit ein bisschen Übung und ein bisschen Einarbeitung in R leicht möglich, sich diese Tweets zu ziehen. Und wir können natürlich auch hier jetzt theoretisch Metadaten
auch noch mit einbeziehen, wie Anzahl der Likes, Usernames und so weiter und so fort. Aber fürs Erste soll das genügen. Ich möchte noch ganz kurz erwähnen, ne, wir können dann auch hier solche Dinge machen, wie so Zeitverlaufskurven. Lassen Sie sich einfach mal inspirieren durch diese Angaben, die Sie hier im Tutorial finden. Wer keine Lust hat, sich mit R zu beschäftigen, hat auch eine andere Möglichkeit, die ich erwähnen möchte, nämlich Tags, dass Sie unter dieser URL aufrufen können. Tags funktioniert so, dass Sie ein Google Spreadsheet anlegen. Sie brauchen also einen Google-Account, wo Sie Tags mit verknüpfen müssen. Sie müssen diesem Google Doc dann die Erlaubnis geben, Ihren Twitter-Account zu verwenden. Das ist ein bisschen scary, weil man Google eben ein paar der Rechte überträgt, aber es ist bedenkenlos. Sie können das ruhig machen, ich nutze das auch. Und wir können dann Spreadsheets anlegen, dann wird so ein Spreadsheet angelegt, was letztlich genauso aussieht wie das hier, nur eben innerhalb eines Google Docs. Und das Schöne ist dann, das empfiehlt sich wirklich für manche Zwecke, es wird laufend upgedatet. Sie können also einmal so ein Spreadsheet anlegen und dann wird alle halbe Stunde, glaube ich, werden neu dazugekommene Tweets gezogen, solange bis sie Tags sagen, dass es aufhören soll, Daten zu sammeln. Es gibt dann noch verschiedene Schnittstellen, dass sie durchsuchbare Tabellen machen können, dass sie Graphen erstellen können für Vernetzungen von Twitter-Usern. Das kann ich hier alles nicht zeigen, ich wollte es aber mal kurz erwähnt haben. Wer interessiert ist, kann sich hier mal durchklicken. Gut, bleibt noch Instagram. Instagram, ich rufe mal mein Profil auf. Sie sehen können, wem ich so folge. TU Dresden ist jetzt hier oben, Gott sei Dank, nicht irgendein Quatsch in diesem Video. Und wir wollen jetzt die Daten hier auslesen. Verschiedene Dinge können interessant sein. Wir können versuchen, die Bilder zu sichern oder die Bildunterschriften oder auch die Kommentare. Und dazu gibt es dieses tolle Tool Instaloader, was ein Python-Tool ist, ähnlich wie Trafilatura, aber Sie müssen nicht in Python programmieren können. Es ist über die Command-Line ansteuerbar. Ähnlich wie Trafilatura müssen Sie das einfach mit so einem Pip Befehl installieren, pip3 oder pip install Instaloader, und dann haben Sie die Möglichkeiten hier mit diesen Befehlen Daten zu ziehen. Und jetzt, ich wechsle mal in meinen Downloads-Ordner. Users. So, und jetzt möchte ich also Instaloader benutzen. Das ist ganz einfach. Ich mache es mal größer. Instaloader. Und dann können wir einfach das. Ich muss noch mal kurz gucken. Command Line Options, dass ich es auch nicht falsch mache. Genau, wir interessieren uns für die Comments. Die sollen mitgefunden werden. Das können wir hier nachlesen. Wo habe ich das? Comments, genau, minus Comments. Und dann müssen wir nur noch das Target eingeben. Und was machen wir jetzt mal? Gibt es hier, nehmen wir doch mal Notes of Berlin. Ja, ganz lustiger Account. So, und das war's schon. Jetzt werden die Daten gezogen. Und wenn ich hier jetzt in meinen Downloads-Ordner reingehe, dann sieht man, dass hier ein Ordner angelegt wurde. Hier werden die Bilder jetzt gezogen, der Reihe nach. Und es werden hier solche JSON-Dateien angelegt, wo die Kommentare drin stecken. Ich rufe mal einen auf. Das ist jetzt ein bisschen unübersichtlich. Ah,
Aber mit regulären Ausdrücken ist es ein leichtes, hier auf die Daten zuzugreifen. Wir machen das mal so. Wir sehen hier unter Text, ne? Hier sehen wir die Sachen. Und dann machen wir das mal so. Punkt plus Fragezeichen. Sie erinnern sich. Alles, was hier jetzt zwischen diesen Klammern steht, merkt er sich. Wir greifen damit zu, drauf zu mit Backslash 1 und können hier Extract. So, und das sind jetzt die Kommentare. Wir sehen auch hier ein paar Probleme, nämlich dass Umlaute nicht erkannt werden. Das hier ist ein, weiß ich gar nicht. Ich wollte, das hier ist wahrscheinlich ein Ä, ne? Können wir jetzt so mal ersetzen. Grab machen wir aus. So, und so müssen wir dann also die Daten noch ein bisschen nachbearbeiten und Emojis werden leider auch nicht erkannt. Das ist nicht möglich. So, ich kann es hier mal wieder abbrechen. Wir haben jetzt also hier die ganzen Sachen und wir können das Ganze mal. Hier könnten wir jetzt alle rüberziehen oder alle mal hier rein. Und machen wir nochmal das Gleiche, was wir eben schon gemacht haben. Extract. So, jetzt haben wir also hier die ganzen Kommentare. Das als erster Einblick, wie man auch solche Daten sich ziehen kann. Wir haben auch noch verschiedenste andere Möglichkeiten, dass wir uns ausgehend von einem Account alle Accounts auslesen, die diesen Account abonniert haben. Ja, das werden dann schnell riesige Datenmengen. Aber es ist jedenfalls möglich, hier auch Kommentare gezielt auszulesen. Das wären meine Empfehlungen für das Beziehen von Social Media Daten für korpuslinguistische Zwecke. Ich wünsche viel Spaß beim Nachmachen. Wenn Fragen sind, schreibt es in die Kommentare. Danke. Ciao.